Doc, wie sieht's denn hier aus? Schwarz. Düster schwarz. Wie die Farbe von... Ach, egal. Sag mal, hast du getrunken? Lass ihn doch. Toni, dann hast du hier das Kommando. Nicht wirklich. Ja, dann. Das bin dann wohl ich. Ich wusste es. Da ist auch wohl Dad? Angeschossen. Ich meine, Seagull? Das heißt jetzt General Seagull. Ich hab's gewusst. Wie siehst du denn aus? Ich wurde angeschossen und bin ins rostrote Meer gestürzt. Dort hatte sich ein Hai an meinem Bein festgebissen. Zum Glück kam ein Wal und fraß den Hai. Allerdings mich auch. Im Walbauch kämpfte ich so lange mit dem Hai, bis der Wal einen giftigen Riesenkraken verschluckte, den er dann zusammen mit mir und dem Hai mitten im Scherbenmeer auswirkte. Das erklärt, wie du riechst, aber nicht, warum du General bist. Dein Vater hat einen Plan, Rufus. Hör ihn dir an. Im Gegensatz zu allem, was du versucht hast, wird dieser hier funktionieren. Ich platze vor Neugierde. Wir werden Elysium vom Himmel pusten. Und schon langweilig. Ich hab nämlich... Moment. Was wollt ihr? Aber das könnt ihr nicht tun. Doch, das können wir. Doc hat diese Kanone hier konstruiert. Und als Munition hat Tonis Einsatztruppe einen Organon-Planetenkiller ergattern können. Ich meine, das dürft ihr nicht tun. Das gehört sich nicht. Sie wissen doch nicht einmal, dass wir existieren. Du willst es ihnen sagen, bevor sie uns in die Luft sprengen? Das war der Plan, ja. Und was, wenn ich fragen darf, machst du dann hier? Das ist kompliziert. Ich bin im Augenblick nicht nur hier, sondern gleichzeitig auch dabei, Goal zu retten. Während ich ebenfalls das letzte Hochboot so lange aufhalte, bis wir an Bord sind. Es stimmt. Er hat sich geklont. Na prima. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Gemein. Ich bin kein Unmensch, Rufus. Du bekommst deine Chance, uns mit deiner Rettungsaktion zu verblüffen. Aber... Nein, es ist gut, Tony. Lass ihn ruhig noch einmal versagen. Wenn das letzte Hochboot ohne Goal ablegt, können wir Elysium immer noch sprengen. Was sagst du, Rufus? Vertraust du dir selbst genug, um meinem Vorschlag zuzustimmen? Ha! Worauf du wetten kannst. Was ist das? Die Rebellen greifen uns an? Los, Männer! In Gefechtsstellung! So, und wir können jetzt dann... dadurch. Genau, das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Nein! Behalten! Das war wohl die letzte Kiste. Der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an. Okay. War ja klar, wir haben nichts mehr dabei. Wo ist die verfuddelte Zahnbürste hin? Dieser Warentransporter führt direkt zum Aufstiegszoll vom Hochboot nach Elysium. Aber wie es aussieht, ist der Verladevorgang abgeschlossen. Boppenbot hat die Transporter ausgeschaltet. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, ihn zu reaktivieren. Boppenbot hat die Tennis doch nur... Okay. Hm. Das ist die irgendwo ja, da, aber nicht mehr. Ich muss mich... Hier gibt es ein Fass. Boppenbot hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. Boppenbot hat die... Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. Ich verstehe. Zwar möchte ich zu dem hier. Und dann möchte ich mit dem da draußen sprechen. Huhu. Keiner da. Dann möchte ich halt hier durch das Rohr und hoppala. Und dann halt darum durchgucken. Und dann können die endlich nämlich auftauschen. Dann können wir nämlich... Huhu. Hä? Rufus? Was machst du denn da unten? Aber schon. Ich mach die ganze Arbeit. Da lachen ja die Hühner. Ich habe mich durch die halbe OHV gekämpft. Und? Hast du Argus stoppen können? Ist in Arbeit. Und du?
Hast du Gold schon wieder groß gekriegt? Kurz davor. Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Von dir? Träum weiter. Andersrum wird wohl eher ein Schuh draus. Glaub das mal. So. Geil, jetzt können wir endlich tauschen. Und zwar hat der hier... Nee, der hier. Und das da. Und das war auch der. Um es dann dem hier zu geben, damit wir das Fass dann bekommen. Eigentlich müssen wir viel mehr wahrscheinlich nicht machen, oder? Keine Ahnung, wir müssen wahrscheinlich noch das Ding da aktivieren. Verdammt. Eilfracht nach Elysium. Porto bezahlt Empfänger. Können wir jetzt einfach rein. Und dann wahrscheinlich mit ihm reden, ne? Ist da jemand? Das war im Moment eigentlich fast schon zu einfach. Hallo! Wenn das klappt. Na sowas. Da ist ja doch noch ein Fass nach Elysium. Das sollte ich schleunigst wegtransportieren. Auch wenn ich mich frage, wozu der Herr Amtmann auf Elysium ein ganzes Fass voller Blutegel benötigt. Oh oh. Paul, nein! Er hat den Stöpsel gezogen, wie in der Badewanne. Das hier. Na Strudel. Dann, halt aus, Goal! Ich bin unterwegs! So. Was passiert denn hier eigentlich noch alles? So. Das muss jetzt aber endgültig das letzte Fass gewesen sein. Der Herr Amtmann wird sich freuen. Am besten erstatte ich ihm sofort Bericht. Ach, war das ekelig. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin zu guter Letzt am Aufstiegszoll angelangt. Und meine alte Blutvergiftung bin ich auch endlich losgeworden. Aber nun, freie Bahn zu den Aufstiegscodes. Haben wir wenigstens einen Blutegel in der Tasche? Nein, haben wir natürlich nicht. Jetzt können wir natürlich geilerweise wieder nicht rumtauschen, weil wir wieder am Arsch der Welt sind. Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Es ist wunderschön und so romantisch. Wir gehen mal zu den drei Fragezeichen. Ich fresse einen Besen, wenn hier nicht die Datasette mit den Aufstiegscodes drin ist. Man weiß es nicht. Vielleicht hat er sie auch unter seiner Matratze versteckt. Wir sind auf jeden Fall in dem Raum, wo wir gerade Cletus runtergelassen haben. Ohne den Code zu kennen, sollte ich das lieber nicht tun. Ich könnte einen Alarm auslösen. Und das... seit wann interessiert ihn das? Also dieser Innenarchitekt gehört aber wirklich des Landes verwiesen. Den können wir sicher benutzen, oder? Achso, nee, wir können ihn nicht benutzen. Diktiergerät, okay. Aha, Argus sein Diktiergerät. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Minigame. Memo an mich. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Das ist ja schon fast zu einfach. 4, 4, 3. Ach, wenn man nicht alles alleine macht. Na gut, jetzt ist es erledigt. So, rein in die albernen Klamotten und dann die Datasette holen. So eine Scheiße. Jetzt sitze ich aber ganz schön in der Klemme. Den Tresorcode habe ich auch nicht verstanden. Na großartig. Jetzt sehe ich ja aus wie ein Fatzkengeck. Aber das war ja wohl auch der Plan. Der im Übrigen kurz vor seiner Vollendung steht. Ich muss nur noch die Datasette aus dem Tresor holen. Wer ist das denn jetzt? Wenn ich mich doch nur an diese blöde Kombination erinnern könnte. Appenbot! Sie haben ge... Huch, Alarm! Unsinn, Oppenbot, die Pfeife. Ich bin es, Argus. Ah, okay, also
nur das Kostüm alles für meinen Einmarsch auf Elysium. Ach so, dann ist ja gut. Nichts ist gut. Ich kann mir meinen Einmarsch in die Haare schmieren, wenn irgendwer ständig meine Dinge verschlampt. Diesmal ist mein Diktiergerät verschwunden. Wissen Sie etwas darüber? Tja, da werde ich wohl kurz meinen Speicher überprüfen müssen. Na, worauf warten Sie noch? Diese ärgerlichen Zwischenfälle gefährden den Geist des Gelingens. Ich finde ganz schön krass, wie viel Story jetzt eigentlich gerade in den letzten paar Sekunden, sage ich mal, so dazu kommt. Alarm aus. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hinkomme, wenn ich darüber gehe und wenn ich den Alarm ausmache. Nichts. Das liegt wohl daran, dass der Alarm gerade aus ist. Okay. Das heißt, das brauchen wir nur, wenn er angeht. Was war das? Schon besser. Interessant. Wer hätte das gedacht? Es gibt tatsächlich jemanden, der in diesem Outfit noch bescheuerter aussieht. Ah, okay, wir können uns das Diktiergerät angucken. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Was war das? Ist hier jemand? Ich bin hier, Sir. Ich rede nicht mit Ihnen, Turtlepot. Aber sonst ist doch niemand hier. Weniger widersprechen, mehr rechnen. Oh, das ist immer so apropos, gemein. Wie weit sind Sie mit Ihrem Datencheck? Oh, jetzt haben Sie mich ganz durcheinander gebracht. Ich muss wohl noch mal von vorne anfangen. Tun Sie's schnell. Hm. Puh, das war knapp. Ich muss vorsichtiger sein. Eine Mini-Datasette. Eine Mini-Datasettette. Süß. Hm. Ich geh mal raus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das aufnehmen will. Wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Kann ich das dann jetzt irgendwie da hinlegen? Ach, ich hab's. Das Diktiergerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Sie imbeziler Formationstrottel. Ich weiß, dass sie da liegen müsste. Glauben Sie etwa, ich... Beim Barte des Propheten. Langsam werde ich mir schugge. Als wäre dieser Rufus irgendwie ansteckend. Sie dürfen wegtreten, Oppenbot. Danke, Sir. So, jetzt aber. Ich glaube nicht, dass das Rätsels Lösung war. Nichts? Bist du etwa schon wieder im Eimer, du mieses Drecksgerät? Hallo? Ali, hallo? Sprich mit mir! Hast du gehört? Sprich mit mir! Ali, hallo? Wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Hast du gehört? Sprich mit mir! Kann ich jetzt irgendwie zum Fenster? Was war das? Schon besser. Okay. Ali, hallo? Das heißt, wir müssen ihm wahrscheinlich die Datasette noch dahin bringen. Sprich mit mir! Das wäre erstens extrem verdächtig und würde Hast zweitens zu überhaupt Sprich nichts mit führen. Nichts. Das liegt wohl daran, dass Ali, der Alarm hallo. Gerade aus... Ah, okay. Wir können einfach mit ihm sprechen. Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet... I-M-N-E-D-O-T. Hä? Was soll das denn? Mein Tresor hat doch einen Nummerncode. Sagte ich, I-M-N-E-D-O-T? So ein Unsinn. Korrektur. Das war die Nachricht, die im Bürgermeisterbüro war. Bei Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Die Datasette befindet sich im Besitz von Rufus, dem lässigsten aller Langfinger. Was soll denn dieser Unsinn? Das kann ich doch unmöglich selbst gesagt haben. Habe ich ja auch nicht. Hör gefälligst richtig zu. Ich würde gerne das machen. Also das ist das Richtige, das obere. Und das hier würde ich gerne machen, weil es einfach sicher lustig wird. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor.
Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Halt, stopp! Negativ! Kommando zurück! Gerade ist mir nämlich Folgendes wieder eingefallen. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt! Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. 443 hatte ich verstanden. Ich glaube, 7 war nicht die letzte Zahl. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung, Oppenbot? Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus. Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbot? Schon gut, schon gut. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein. Auch nicht. Ich möchte. Sie sollen sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können. So, erstmal das hier. Dann möchte ich das da nochmal machen. Jetzt kann ich mir das nämlich sicher anhören. Die Kassette ist im Safe. Die Kombination lautet. Haben Sie etwas gesagt? Nichts. Mist. Solange Oppenbot am Schreibtisch rumlungert, kann ich die Nachricht hier nicht abhören. Okay, dann gehen wir erstmal nochmal zurück und machen erstmal den Alarm aus. Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Das ist doch, das gibt's doch nicht. Da wieder. Wo ist denn diese mistige Apparatur jetzt schon wieder hin? Oppenbot! Ich bin noch hier, Sir. Ja, aber mein Diktiergerät nicht. Wenn mein Speicher nicht komplett beschädigt ist, dann liegt es auf dem Schreibtisch, Sir. Dann überprüfen Sie Ihren Speicher, aber ein bisschen plötzlich. Wie Sie wünschen. Geh ans Fenster. Ah, ich hätte, ja stimmt, ich hätte während dem Alarm ans Fenster gehen können, ne? Jetzt muss ich ihm wahrscheinlich das wiedergeben. Niemals. Dann kann er den... Niemals. Dann kann er den Tresor öffnen und alles ist im Eimer. Niemals. Dann Ach kann so, er... ja, stopp. Das da. Ich hab das ja wieder reingelegt. So. Dann nehmen wir... Nein. Die Datasette nehmen wir raus. So. Dann nehme ich das hier, leg ihm das dahin. Ich hab's. Das Diktiergerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Sie imbeziler Formationstrottel. Ah, ja. Ich weiß, dass sie da liegen müsste. Glauben Sie etwa ich? Ein Barte des Propheten. Langsam werde ich mich, als wäre sie so, das kennen wir ja, ne? So, jetzt aber. Hm? Nichts? Bist du etwa schon wieder im Eimer? Hallo? Sprich mit mir. Hast du gehört? Das heißt, wir sprechen jetzt wieder mit ihm, geben ihm den falschen Code. Ja, dann brauchen wir... Dann löst er den Alarm aus. So. Es ist unglaublich laut. So, bla bla bla. Das kennen wir ja schon. Jetzt kommt der hier. Nein. Der, ja. Auch nicht sonst. So, dann nehmen wir das hier wieder mit. Gehen da lang. Oh Gott, das ist unglaublich schrecklich. So, hoffentlich kann ich es jetzt abhören. Das heißt, wir versuche ich lieber nicht nochmal. Er hat bereits Verdacht geschöpft. Bevor ich die Nachricht überspiele, sollte ich mir zuerst... Okay, also... jetzt dann vielleicht? Jetzt sind wir ja draußen vor am Fenster. Die Kassette ist im Safe. Kombination lautet 4473. Aha, 4473. Wie Golds Geburtstag. Nein, warte, der war 4437 oder 4347? 4711? Naja, egal. Hauptsache, man kann es sich nicht merken. 44 irgendwas. So ähnlich wie Golds Geburtstag.
4473, ne? Auf jeden Fall war die 7 und die 3 genau zu dem getauscht, was er... Ich fühle, wie mir eine Idee kommt. So, wir nehmen jetzt das drauf. 4437 und 4473. Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet IMNEDOT. Ja, das ist lustig. Aber bei genauerer Betrachtung wird mich das nicht wirklich weiterbringen. Ich probiere lieber nochmal was anderes. Verdammt. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Nicht der beste all meiner Pläne, aber es wird schon werden. Ja gut. Das ist das, was wir ihm vorhin schon gesagt haben. So, hinter dem Schreibtisch. Diktiergerät dahin. Und Alarm ausmachen. Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Hartmann! Na also! Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Au! Knack! Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt! Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Das ist doch genau das, was er eingegeben hatte gerade. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung, Oppenbot? Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus. Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbot! Schon gut, schon gut. Welcher Knopf war gleich? Der hier? Nein. Auch nicht. Wer soll sich... aber ich habe ansonsten jetzt eigentlich auch keine andere Wahl mehr. Oder hätte ich vielleicht doch Rufus draufschreiben sollen? Nein, ich könnte vielleicht doch da wieder rein. Ja, aber dann... Okay. Dann lass uns doch da nochmal reingehen. Das ist vorbei, Leute. Dann gehe ich nochmal da rein. Nehmen wir nochmal das hier. Ich geh nochmal raus und spreche was anderes drauf. Ja. Dieses nervt ein bisschen. So, ich nehme mal das hier. Die Data. Ja, das. Aber bei genauerer Betrachtung. Ich probiere. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Das könnte gut werden. Okay, dann war's das. Dann wieder auf den Schreibtisch. Aufdrücken. Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Gute Nacht, Danny. Danke, dass du da warst. Na also, wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen soll? Ja, ich bin mir sicher, dass... So, jetzt ist sie weg hier. Okay. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. So, wir gehen jetzt raus. Rufusception? Es hat Limbo getanzt? Okay. So, wir wissen, dass wir das hinter ein paar Wochen verstecken können. Wie war das jetzt gleich? I-M-N... Nee, Moment. Oh, verdammte Kiste! Er hat sich im Lampenfeld... Bei diesem Lärm kann doch kein Mensch arbeiten! Oppenbot! Warum ist das Klientes?
es einfach darum. Wieso wurde schon wieder dieser jämmerliche Alarm ausgelöst? Ich weiß es nicht, Herr Amtmann. Worauf warten Sie denn noch? Schalten Sie ihn aus! So, jetzt aber. Wie war ja Goals Geburtstag? 4, 4, 7, 3. Nein, warte. Nicht Goals Geburtstag. Ach ja, das war ja auch nicht Goals Geburtstag. Zum Glück konnte ich mir den noch nie merken. Das ist alles verrückt. Die Aufstiegscodes. Endlich. So, ich verstecke schon hinter dem Pangerbau, oder? Nee, okay, wir gehen raus. Das ist jetzt alles. Schau, da ist noch ein Rebell! Los, schnapp ihn dir! Oh oh. Dann halt so. Wo ist der hin? Wo ist wer hin? Hier ist eben ein Eindringling reingelaufen. Moment mal, da kauert doch jemand. Hey, du, komm sofort da raus! Jetzt bald oder muss ich dir Beine machen? Rauskommen, habe ich gesagt. Warum hat er denn noch so ein Kostüm?